Fitness bedeutet Förderung für das Interesse für Technik und Naturwissenschaften bei Jugendlichen von 12 bis 16 Jahren, bei Mädchen und Buben gleichermaßen. Fitness gibt es in den Regionen Werdenberg, das ganze Land und im Fürstentum Liechtenstein. 30 Firmen haben sich schnell und spontan angemeldet und haben insgesamt 222 Workshop-Plätze zur Verfügung gestellt. Wir sind bei der Firma Bartolet in Flums dabei gewesen. Also ich begrüße euch hier bei der Firma Bartolet. Mein Name ist Alessandro Borghi und ich bin der Ausbilder von der Polymechaniker. Wir würden gerade am Anfang schnell schauen, ob alle rum sind. Das Interesse war von beiden Seiten da, von Seiten der Firma und auch von den Jugendlichen. Eine interessante Zusammensetzung, 10 Burschen, 2 Mädchen aus dem Liechtenstein, 10 Burschen, vorwiegend von der Schweizerei-Seite. Und das Ziel war ein gemeinsames, eben Interesse wecken, etwas Neues kennenlernen. Das Ziel ist eigentlich am Ende des Tages, dass ihr nachher mit einem so einem Kleider anhaken könnt, nach Hause gehen. Ich würde 2 Teile von hier selber drehen dann, und 3 würde die Maschine machen, wo ihr dann zuschauen könnt. Und ihr würdet das nachher in der Lasertech selber bücken. Einfach hier die Abkantung drin machen. Dann. Und das würdet ihr dann auf dem Rundgang machen. Und dann hat der Lehrling Trione Skot einen interessanten und umfangreichen Einblick in die Firma gegeben. Und die Jugendlichen waren fasziniert. Momentan haben wir ca. 40 Lehrlinge im Betrieb. Zum Beispiel Polymechaniker und Mechapraktiker. Das sind Berufe, die hier in der Lehrwerkstatt eigentlich absolviert werden, wo hier, wie man sieht, drehen oder fräsen oder einfach Teile produzieren. Das Interesse war hervorragend und man hat auch gemerkt, dass der Jonas Skot stolz darauf ist, in so einer Firma zu stiften, und er hat dann auch Spezialitäten erwähnt, die es so gibt. Denn hier an diesem Lift ist speziell das ist der erste Lift, den es gibt, der nur mit, also praktisch nur, nicht ganz, aber praktisch nur mit Solarenergie betrieben wird. Dann zum Dubai Eye, das ist momentan ein recht grosses Projekt auch für uns. Das gibt das weltgrösste Riesenrad in Dubai. Eine so eine Gondel, was denken ihr, wie schwer ist die etwa? Ja. Ja, fast 14 Tonnen. Also eine so eine Gondel ist etwa 14 Tonnen schwer und kostet 1 Million. Und am ganzen Riesenrad hat es 48 von denen. Also es ist wirklich ein Riesenprojekt. Dann der urbane Verkehr, das ist eigentlich die Zukunft vom Seilbahn, also von der Seilbahnbranche. Weil, wie man ja mittlerweile merkt, werden die Winter immer kürzer. Und Skigebiete werden wahrscheinlich in Zukunft viel weniger Seilbahnen bauen. Und darum kommen wir eigentlich auf die Städte zu, wo der Verkehr, also die Strassen immer mehr überlastet sind wegen den Autos. Und eine U-Bahn zum Beispiel kannst du nicht nachbauen, wenn die Stadt oben eigentlich schon steht. Und dann bauen jetzt extrem viele Städte eigentlich eine Seilbahn, bei denen du auch, wenn man hier gut sieht, eigentlich hier unten der Verkehr, der bleibt, aber oben dran ist die Seilbahn. Und die Leute können immer einsteigen, wenn sie wollen, und kommen zu ihrem Ort. Und so ist der Verkehr oben bei der Seilbahn ist immer flüssig. Du kannst immer einsteigen und aussteigen. Im Flumser Berg haben wir jetzt seit noch nicht so langer Zeit Bestätigung bekommen für einen Auftrag. Auch eine 8er Gondelbahn von Porsche Design. Bei der wird noch speziell sein. Da kommen, kennt wahrscheinlich jeden die Rodelbahn, die dort runtergeht. Und die Rodel werden nachher an dieser Gondel angehängt und kommen dann so wieder rauf in die Rodelstation. Dann eben das Dubai Eye, das ein sehr grosses Projekt ist, wo uns noch ein paar Mal begegnen wird. Denn hier sieht man jetzt vom Dubai Eye schon mal, das ist eigentlich schon gebaut jetzt momentan. Das ist wirklich, da haben sie in Dubai eine eigene Insel aufgeschüttet. Wirklich nur für das Riesenrad, und daneben hat es noch ein paar Hotels und Einkaufszentren. Das ist nur für das Riesenrad eigentlich aufgeschüttet worden.
Know-how und Ideenreichtum aus der Region für die grosse Welt, aber auch für die Region. Die Jugendlichen, die 10 Burschen und 2 Mädchen, haben schön gestaunet. Und dann ist es losgegangen, auf einen Rundgang. Und ich habe das benutzt, um mit dem Sepp Dietrich, dem Vater von der Fitna, zu reden. Wir sind jetzt so beim Bartolet, ein Haufen Burschen und 2 Mädchen sind da. Ein Projekt heisst Fitna, wie ist es zu dem gekommen? Und vielleicht müssen wir noch sagen, Sepp, gell, du bist natürlich Sportlehrer, du hast Germanistik unterrichtet, du warst Rektor von der Kantis Ragaz und jetzt machst du etwas völlig anderes eigentlich. Warum bist du auf das gekommen? Ja, das ist richtig, das haben viele gerne nicht verstanden, aber die Berufsberatung ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht bereit wäre, Schüler, die allein keine Lehrstelle gefunden haben, zu beraten und zu begleiten. Ich musste dann relativ schnell feststellen, dass die von den möglichen Berufen, vor allem von den Anforderungen und den Chancen, überhaupt keine Ahnung hatten. Wenn ich dann so gefragt habe, wenn einer gesagt hat, er will Polymechaniker werden oder vielleicht Automatiker, dann habe ich gesagt, warum willst du denn da? Ja, der Kollege geht auch. Oder es klingt noch gut. Und ich musste feststellen, dass sie wenig Ahnung von diesen möglichen Berufen, gerade auch im technischen Bereich. Und dann habe ich gefunden, das kann man nicht so stehen lassen und habe Firmen gesucht, die bereit sind, die Schüler schon ab der 6. Klasse aufzunehmen und mit denen Workshops durchzuführen. Und ich muss einfach wieder mal betonen, Berufsfindung ist ein Prozess und kann nicht von heute auf morgen entschieden werden. Und das braucht Mithilfe von den Eltern, von den Lehrern und auch von den Betrieben. Die Betriebe haben dann relativ schnell super mitgemacht. Und wir haben sehr schnell im ersten Jahr schon etwa 15 bis 20 Firmen gehabt. Heute reden wir schon von einer Zahl von 35 bis 40. Und es zeigt sich, dass das Fitna ein eindeutiges Bedürfnis geworden ist. Kaum haben wir es ausgeschrieben, sind die 250 Plätze, die wir bis jetzt können anbieten können, schon voll. Gehen Sie einfach her, sind Sie interessiert oder bleibt da etwas hängen? Also Leute, die dann wirklich so einen derartigen Beruf lernen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und wir haben gesagt zu den Firmen, es kann nicht um eine Betriebsbesichtigung gehen, sondern dass sie müssen etwas machen können. Sie müssen ihre Fähigkeiten und Neigungen können ausloten. Und darum müssen sie, jeder muss in den Betrieb, wo er geht, selbstständig etwas machen. Und die Fantasie der Firmen ist sagenhaft. Die Schüler kommen und in der Regel haben sie 20 Minuten später schon ein Werkzeug in der Hand und fangen an zu arbeiten. Und die Firmen, die es ganz gut machen, setzen für die Übermittlung und Vermittlung die Lehrlinge ein. Die sind dann noch quasi auf gleicher Augenhöhe und sie können nachher ein Stück mit heimnehmen, so eine Art Seelenstück. Ich hatte schon viele Fälle, wo der Mutter angerufen hat, ja, hätte der das mitgenommen einfach. Ein zum Beispiel ein Lichtschranker von einer Familie aufs Fett ist, sie ist gerne nicht mehr rausgekommen, wo der Sohn einen Lichtschranker mit heimbringen konnte. Jetzt bist du Rektor in der Kante, jetzt heisst es, die Maturitätsquote ist zu klein, jetzt gehst du her und besorgst den anderen Stiften und nimmst du eigentlich die Mittelschule weg, oder was? Ja, das hat man mir auch schon vorgeworfen. Ausgerechnet du als ehemaliger Rektor machst du jetzt noch Konkurrenz gegenüber der Kante. Ich glaube, das kann nicht der Grund sein. Wir müssen alle mithelfen, dass die Richtigen an den richtigen Ort herkommen. Und wir hören mal aufhören, die Lehre, den Weg von der Lehre und das Gymnasium, also den Weg von der Schule, gegeneinander auszuspielen. Miteinander muss es gelingen, die Richtigen an den richtigen Ort herzubringen. Wenn jemand den richtigen Beruf findet, ist das schon die Halbmiete für das Leben und die Zufriedenheit und der Sinn des Lebens. Du hast jetzt selber auch Kind. Hättest du so ein Kind in so einen Betrieb geschickt? Eindeutig. Ich habe Mädchen, dort ist nochmal der Schritt nochmal schwieriger. Aber ich glaube, eine, die spendiert dort noch, sie ist zwar in ein Studium gegangen, sagt immer noch jemand, ein praktischer Beruf hätte ihr ebenso zugesagt. Eben, gell, da müssen wir auch klar sein, also nichts gegen Maturität, aber das Handwerkliche müsstest du eigentlich lernen von 16 bis 20 und Matura könntest du nachher gleich noch anholen, oder? Ja, es ist ja auch so, heute im handwerklichen Bereich oder überhaupt über die Lehre, die Möglichkeiten zum additiven Aufbau sind ja heute so gewaltig, dass du kannst eine Lehre machen kannst, dann machst du vielleicht eine Berufsmatura, dann gehst du ins Tech und. Und es gibt ja viele Firmen, wo jemand, der auf dem Weg von der Lehre herkommt, ebenso gerne nimmt, wie jemand, der die ETH gegangen ist. Aber auch da muss ich wieder sagen, die Richtigen am richtigen Ort, es braucht beides. Du warst Rektor in der Kante, aber du warst eben auch Sportlehrer, eigentlich warst du gleich auch ein Praktiker gewesen. Wenn das es so siehst, meinst du, würdest du heute einen anderen Weg einschlagen? Ich nicht, nein. Du nicht? Ich habe zwei linke Hände.
Und ich bin eigentlich froh, dass man mir das machen lässt, wo ich meine Stärken hatte. Und das hat mir auch Zufriedenheit gegeben und ich auch können sein und das andere verwirklichen, wo ich wahrscheinlich im anderen unglücklich war, während du zufrieden. Aber weißt du, du bist ehrgeizig, oder? Ich kann mich erinnern, Handball, Kreisläufer, du hast immer gewinnen und so weiter. Und wenn du die CNC-gesteuerten Maschinen anschaust, also da kann man jetzt so linke Hände haben, muss man es vor allem mal im Kopf haben. Also für dich kommt es nicht in Frage, so etwas. Ja, gerade so. Es ist, also das stimmt, fast alles, was du gesagt hast. Aber ich glaube einfach, die Frage gibt es mir nicht. Und das ist vielleicht auch eine Frage für unserem Schulsystem. Bei uns reden wir immer von Allgemeinbildung und das ist etwas ganz Wichtiges. Aber wir müssen mehr lernen in der Schule, dass wir die Stärken ausbauen und nicht immer auf den Schwächen herumreiten. Denn jemand, der in einem Bereich Freude hat, der ist auch bereit und fähig zu grossen Leistungen. Meinst du, man kann davon ausgehen, dass unter Umständen der Kanti auf einmal auch mehr so ein bisschen Praktisches einkommt? Oder? Also ich habe so gerne mal, als ich Rektor war, wo es um die neue Maturitätsform gegangen ist, gesagt, sollte man nicht irgendwie ein Praktikum einbauen, dass die ins Gymnasium gehen und nachher an die Uni überhaupt nie, wenn sie nicht vielleicht haben müssen, als Werkstudent finanziell etwas beitragen, ein Praktikum oder etwas im praktischen Bereich erlebt haben. Es wäre auch ein Verständnis für die Prüfe. Es gäbe dort wahrscheinlich auch einen ganz interessanten Dialog. Es gibt ja Praktiker, Physikpraktikum, Biologiepraktikum, Chemiepraktikum, aber einfach ein bisschen wenig. Und gell, du hast schon recht, man biegt Köpfe voll und eigentlich im Sinne von Piaget etwas auch mit Handeln unterstützen, macht man zu wenig. Meinst du, es würde auch für Maturität, wenn man den Mut hätte, für mehr Praktiker mehr rauszuschauen? Ja, ich kann nicht sagen, ob mehr rauszuschauen, aber sie hätten dann dort mal hineingesehen und könnten dann selber sagen, mal, ich bin auf dem richtigen Weg und ich kann so gerne gewisse andere Fähigkeiten noch weiter ausbauen. Das finde ich eigentlich ein voller Erfolg, der eben uns allen etwas bringt. Das ist eine Win-Win-Situation, oder? Ja, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und es ist auch noch so, wir mit der Win-Win-Situation, wir haben bis jetzt schon erreicht, meinen wir wenigstens, dass wir weniger Lehrabbrüche haben. Gewisse Firmen haben ja nicht einmal, wir können die Lehrstellen im technischen Bereich füllen bzw. besitzen. Und jetzt haben wir mit den Schülern, auch, die hier beteiligt sind, auch ein Zertifikat, dass die hier da teilgenommen haben. Und es kommt jetzt schon häufig vor, dass sie bei einer Bewerbung das Zertifikat beilegen können. Und dann heisst man schnell von einer Firma, ah ja, du bist in der Fitna gewesen. Oder negativ, du bist nicht in der Fitna gewesen, warum nicht? Und die Idee wäre ja, dass einer, wenn er dann wirklich in die Schnuppertät geht, ab dem dritten Sek oder dritten Real, nicht noch wer weiss, soll er jetzt bei Gärtner, ohne jetzt abzuwerten, soll er bei KV oder soll er vielleicht einen technischen Beruf wählen. Und wenn er dann sagt, nein, ich gehe erst rechte Kante, denn dort habe ich meine Stärken, dann ist das auch ein Gewinn. Also ich habe ja vor etwa einigen Jahren, sechste oder fünfte Mal, ich weiß es nicht einmal genau, und Bartolet war von Anfang an weg dabei gewesen und hat immer toll mitgemacht. Es ist eine richtige Stütze. Jetzt würde mich aber mal interessieren, Michael, wie ihr, wo ja einen Haufen investiert, damit die Schüler überhaupt kommen können, wie ihr so die Fitnesstage beurteilt? Also ich beurteile das als sehr wichtig, die Fitnesstage, weil dass die Jungen vor allem auch mal, bevor sie noch anfangen zu schnuppern, mal in so Betrieb reingesehen und mal gesehen, was die verschiedenen Sachen sind, die sie machen können. So. Und auch ein bisschen für Technik begeistern die Jungen. Ich denke, es hat auch viele, die nur schnuppern können oder auch Brosol-Event können zu uns, die sagen, eben, wir sind schon beim Fitness und ich würde gerne das noch einmal genauer anschauen, was ich den Nachmittag erlebt habe. Für uns ist das wichtig. Ja. Wie beurteilst du denn so das Engagement der Schüler? Wir kennen ja, wir von der Organisation kennen ja die Schüler eigentlich nicht. Wie beurteilt ihr so das Mitmachen und das Engagieren von diesen Kindern? Also im Großen und Ganzen machen sie sehr gut mit. Man sieht auch, wenn sie dran sind und machen, sie sind interessiert. Und sie, ja, sie setzen sich wirklich ein. Natürlich hat es am drei oder der andere, wo jetzt es nicht so ganz ernst nehmen und so, aber ich denke, das ist normal. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist die Motivation sehr gut von diesen Jungen. Es war ja so, wir haben ja extra den Mittwoch Nachmittag genommen. In der Meinung, sie gehen dann nicht einfach, sondern sie müssen auch aus ihrer privaten Freizeit etwas einsetzen.
Und ich glaube, das bewährt sich. Wir wollen einfach nicht wollen, dass einfach Schüler kommen und sagen, ich muss da nicht in die Schule, ich habe da noch irgendetwas schauen und komme in der Regel noch gut etwas trinken über. Wie siehst du das? Nein, ich denke, das trifft es genau. Das ist sicher auch wichtig, so, dass man es nicht während der Schulzeit macht, weil das wird nur sicher auch für jeden gehen, der zu faul ist, mit Schule gehen, deutsch gesagt. Und ich denke, das ist richtig so, dass am Mittwoch Nachmittag müssen sie ein bisschen von ihrer Freizeit opfern. Und dann sind es schon einer, die eben, wo auch winnen, denke ich. Hier am Dreibank sind die Lernenden gerade dran, den Schülern zu zeigen, wie man dreht hier, am Dreibank. Sie tun jetzt hier aus Aluminium also einen Hinkel machen, wo man noch später Kleider aufhinken kann. Und der wird es ihnen zeigen und sie tun nachher dann das selber. Können Sie selbstständig ein paar Spüle machen, hier ohne die Schüler? Wir konnten hier das drehen, hier an den Rädchen, dass es dann so etwas hier gibt. Aber das hast du sicher noch nie gemacht, oder? Nein. Und du findest es spannend? Ja. Der gute junge Meister hier, Lehrende, macht das natürlich auch mit viel Engagement. Das ist übrigens weiter ein Gewinn, dass die guten Firmen, die das geschickt machen, Lehrling, Lehrende einsetzen. Weil er auch weiss, wo die Schwierigkeiten gelegen sind am Anfang. Also wachen weiter und schauen schöner, was auf Hülle profitieren heute. Wir sind jetzt hier zu die Idee bekommen, einen technischen Beruf eventuell einmal reinzuschnuppern. Also unsere Lehre hat es uns vorgeschlagen und dann habe ich die Idee gut gefunden oder willkommen. Und dann ist losgegangen beim Drehen. Ich hatte das Gefühl, es ist fast kameradschaftlich vonstatten gegangen. Es war ein Arbeiten, Hand in Hand. Aber schaut doch selber. Könntest du dir so einen Beruf vorstellen? Ja, denn es ist sehr lustig und interessant und es wird bestimmt sehr Spass machen. Und was meine Kollegin, auch sie haben eine Frage, aber die ist so vertieft in die Arbeit und hat zuerst noch ein bisschen geschaut, wie es mit dem Werkstück steht. Und dann?
Kannst du dir so einen Beruf vorstellen? Ja, also ich finde es interessant und ja, ich könnte es mir so noch vorstellen. Wäre es nicht dreckig? Nein, mir egal eigentlich. Eine klare Aussage. Und dann ist es weitergegangen zum nächsten Posten. Da ist es auch Teamarbeit gegangen. Die beiden Lichtensteinerinnen zusammen mit zwei Buben, der eine von Filters, der andere von Wanks, mussten eine tragfähige Brücke bauen. Das heisst, viel miteinander beraten, Hand in Hand arbeiten, eben sich austauschen. Und es war erstaunlich, wie die vier hier miteinander ausgekommen sind. Das sollen wohl noch jemand sagen, Frauen und Männer können im technischen Bereich nicht zusammen arbeiten. Voice. Wie gefällt es dir? Sehr gut. Könntest du dir so einen Beruf vorstellen? Ja. Nicht ein bisschen laut und dreckig? Nein, also finde nicht. Was hat dir am meisten imponiert bis jetzt? Das hier. Das hier, he? Die Reihe. Und die vielen Seilbahnen, die man bauen. Ja, ist cool. Und der Kollege, was meint der Kollege dazu? Ja, ich finde es eigentlich auch cool, ja. Könntest du dir vorstellen, hier zu stiften? Ja, bis jetzt schon. Weil ich denke, dass ich vielleicht einen guten Beruf sehen kann, der mir gefallen tut. Und gefallen tut es mir bis jetzt eigentlich sehr gut. Es ist spannend, wie das alles gemacht wird und so. Ich finde es sehr spannend und ich glaube, ich kann hier viel lernen, dass ich noch einen Beruf kann haben und viel machen könnte. Wie zum Beispiel hier das und vieles mehr. So, wie ist es, mit Buben zusammen zu arbeiten? Teamwork geht gut, hä? Es ist das Beste vom Ganzen eigentlich. Ja. So, was ist das beste Teamwork? Ja. Ja. Was machen wir jetzt da? Brotkartet. Also wir dann zuerst Strohhalm zusammenkleben, den Papier dazwischen und dann hoffen wir, dass es hält. Was für dich, um so mit beiden zusammen zu arbeiten? Nicht speziell. Das ist schon interessant, so im Team zu arbeiten. Ja. Get on up.
das Fitness eigentlich ein voller Erfolg, der eben uns allen etwas bringt. Das ist eine Win-Win-Situation, oder? Ja, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und es ist auch noch so, wir mit der Win-Win-Situation, wir haben bis jetzt schon erreicht, meinen wir wenigstens, dass wir weniger Lehrabbrüche haben. Gewisse Firmen haben ja nicht einmal, wir können die Lehrstellen im technischen Bereich füllen bzw. besetzen. Und jetzt haben wir, beginnt den Schülern auch, die hier beteiligt sind, auch ein Zertifikat, dass die hier teilgenommen haben. Und es kommt jetzt schon häufig vor, dass sie bei einer Bewerbung das Zertifikat beilegen können. Und dann heisst man schnell von einer Firma, ah ja, du bist in der Fitness gewesen. Oder negativ, du bist nicht in der Fitness gewesen, warum nicht? Und die Idee wäre ja, dass einer, wenn er dann wirklich in die Schnuppertät geht, ab dem dritten Sek oder dritten Real, nicht noch wer weiss, soll er jetzt bei Gärtner, ohne jetzt abzuwerten, soll er bei KV oder soll er vielleicht einen technischen Beruf wählen. Und wenn er dann sagt, nein, ich gehe erst rechte Kante, denn dort habe ich meine Stärken, dann ist das auch ein Gewinn.